Er ist unfassbar gut drauf. Ich bin es auch. Einen wunderschönen guten Abend zu später Stunde, aber zu bekannter Stunde. Ab 21 Uhr gibt es für euch wieder Wow mit einem inzwischen, glaube ich, bekannteren Gesicht als das meinige. Ja, normalerweise, Moderator. Normalerweise muss ich immer an Seiten von Filmen moderieren, was sehr, sehr witzig ist, denn ich bin es ja gewohnt, mit Frauen zu moderieren, so wie Kollegin Susi zum Beispiel. Ja. Aber jetzt mal mit dir, das wird ja auch mal. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es heute so. So ein Penis-Vergleich. Du meinst, die Spirale des Codes wird uns nach unten. Also ich werde definitiv nicht irgendwie meine Brüste auspacken oder so, wie du das sonst gewohnt bist von Philipp oder Susi. Ja. Denn bei uns geht's. Glaub mir, deine Brüste will auch niemand sehen. Oder? Man weiß es nicht. Es geht um World of Warcraft bei uns. Welch Wunder. Eine ganze gesamte Stunde lang. Und du hast heute die Ehre, auch mal zu spielen. Juhu! Und zwar habe ich mir überlegt, du spielst auch Mage, so wie Philipp. Dann wollen wir einfach mal beurteilen, ob der Felix nicht vielleicht sogar ein bisschen mehr Schaden macht als Philipp. Philipp macht nämlich keinen Schaden. Bin ich mal sehr gespannt. Ich habe damals, als ich World of Warcraft gespielt habe, habe ich einen Schurken gespielt, aber es war noch zu Beta-Zeiten und dann auch nur bis Level 40 ich oder so. Ich hätte sogar einen Schurken für dich gehabt. Naja, ist egal. Du kriegst wurscht. Mage. So, wir fangen wieder an mit den News und da gibt es allerhand Neues in der vergangenen Woche zu berichten über die Welt der Kriegskunst. Und zwar habe ich zum Beispiel das Problem, ein Charakter von mir heißt... Beispiel hieße Felix Rick, weil ich mal irgendwann ein großer Fan von dir war und gedacht habe, nenn mal meinen Charakter einfach so, auf den ich eigentlich nur Banksachen lagere und habe den dann hochgespielt. Habe jetzt einen 70er Charakter, der Felix Rick heißt und finde das eigentlich ein bisschen blöd, weil Felix Rick ist halt so ein für einen WoW-Charakter sehr bescheidener Name. Deswegen gibt es für solche Leute... Ich gerade hier sehr beliebt mit mir hier. Ja, das macht nichts. Für solche Leute gibt es jetzt Abhilfe, denn in nicht allzu ferner Zukunft wird man seine Charaktere umbenennen können für läppisch $10 per Kreditkarte. Da macht Blizzard natürlich mal noch ein bisschen extra Reibach. Also es gibt ganz viele, die heißen dann irgendwie Mega-Paladin oder so. Weil oder Super-Furz-Lol. Naja, ähnliches, ganz genau. Wenn ihr auch euren Charakter mal in geistiger Umnachtung irgendeinen dummen Namen gegeben habt. Für $10 könnt ihr das jetzt alle 90 Tage umbenennen. Der Name wird allerdings auf allen Freundeslisten eurer Freunde bestehen bleiben. Einfach nur umgeändert. Ihr werdet in Gilden bleiben, in PvP-Teams und so weiter. Das ist also eigentlich eine recht sinnvolle Sache. Wenn euch irgendein Name ankotzt, einfach umändern. Jo. $10, naja, wer es hat. Ja, es ist natürlich noch weitaus mehr passiert in der Welt von Warcraft. Zum Beispiel bei den Chinesen. Die haben auch etwas ganz, ganz Tolles geschaffen. Die haben endlich Illidan besiegt. Und das nach ungefähr 52 Tagen. Man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass das Add-on, The Burning Crusade, bei denen erst vor kurzem rausgekommen ist. Im September war das, glaube ich, am 6. September. Und da nach ungefähr 7 Wochen hat es dann die chinesische Gilde The Seven geschafft, Illidan Sturmgrimm zum Fall zu bringen. Und das insofern unglaublich krass, weil... sie in dieser Zeit mindestens 25 Leute von 60 auf 70 gebracht haben. Das hat schätzungsweise, wenn man jetzt mal so in chinesischen Maßstäben denkt, 4 Tage gedauert. Dann müssen sie Karazhan ein paar Mal gegangen sein. Das ist so die erste 10er-Instanz, um ein bisschen Equip zu holen, um dann SSC und Tempest Keep leer zu machen. Das sind die ersten 25 Instanzen, um dann Hyjal und Black Temple zu gehen. Und mit dem Equip, was wir gleich noch auf einem Screenshot zeigen werden, ist es eigentlich gar nicht möglich, den Boss zu legen. Das ist, weil die so kleine Hände haben. Deswegen machen die auch unser ganzes Spielzeug. Und weil die 32... Tage Zeit haben, Stunden Zeit haben am Tag. Dann haben wir noch was Neues. Und zwar gibt es mit Patch 2.3 neue PvP-Trinkets, also für den O-Ring-Slot, die 30.000 Ehre kosten werden und 40 AV-Marken. Das ist ziemlich viel. Außerdem, man kann aber auch alternativ die ganzen mit Heroic-Instanzen-Marken, sogenannten Badges of Honor, bezahlen. Kennst du auch Badge of Honor, ne? Ja. Hast du auch ein paar. Ja, ist ganz klar, habe ich mindestens 12 von. Gibt es von jedem Boss in der Heroic-Instanz, bald auch in Karalan. Ja, sehr schön. Aber es hat sich noch mehr getan. Vor kurzem wurde in Düsseldorf ein Telefonserver lahmgelegt. Es konnte niemand telefonieren. Etwas Ähnliches ist bei Blizzard passiert. Da hat nämlich ein Wasserschaden den Kundendienst lahmgelegt. Das war sehr ärgerlich. Viele Leute haben versucht, beim Kundendienst anzurufen, hatten ihre Problemchen, konnten dort natürlich niemanden erreichen. Und so musste Blizzard von internationaler Seite aushelfen und die Game Master mussten im Spiel zur Verfügung stehen. Allerdings haben die dann auch geschrieben, hey, wir können euch nur helfen, wenn ihr uns Tickets auf Englisch schickt. Also, wenn dann auf Englisch euer Problemchen weiterleiten, dann wurde euch geholfen. Natürlich sind sie gerade mitten dabei, dieses Problem zu lösen und den Wasserschaden zu wieder revidieren, beziehungsweise alles wieder in Ordnung zu bringen. Und dann sollte das bald mit dem Kundendienst wieder klappen. Ich glaube auch, da sind die Blizzard-Leute ja bekannt für einen guten Kundendienst. mit das kostet ja auch nur 10 Euro, seinen Namen zu richtig, ändern. Was für ein guter Kundenservice. Ich muss ganz ehrlich sagen, Blizzard ist eine so unfassbar gute Gelddruckmaschine. Wahnsinn. Stell dir das mal vor, wenn du irgendein Spieleentwickler sagt, so, ja, wenn ihr euren Namen ändern wollt, dann ich wette, $10. Das würde niemand machen, aber Blizzard machen das. Ich wette, die ganzen Leute von Blizzard haben auch bald so ein fettes Doppelkinn wie George Lucas. Boah, bald?
Ja, bis auf, naja, lassen wir das. Wir sind gleich wieder zurück und zwar mit einer Sendung, die sich bis auf diese News, also ab gleich nach der Werbung, eigentlich fast komplett um Halloween dreht. Mit kopflosen Reitern, mit ganz vielen Kostümen, mit Felix an der Tastatur, mit Musikvideos, mit euren Fragen, mit viel, viel mehr. Wir sehen uns gleich wieder. Es ist Halloween, das ist wunderschön. Feierst du privat Halloween? Ich werde privat Halloween feiern, ja, auf jeden Fall. Ich bin ein großer Fan dieses Festes. Vielleicht bin ich auch halb Amerikaner. Ja, kann man so sagen in dem Sinne. Deswegen. Trick or Treat, ich fand das dann früher immer sehr lustig. Das ist ja in Amerika, geht man dann als Junge oder als kleines Kind los, verkleidet sich, klopft an die Türen und fragt dann nach Süßigkeiten. Ich habe nicht an die Türen geklopft, ich habe mich im Busch versteckt und andere Häuser mit Eier beworfen. Aber das sollte man natürlich nicht machen. Wir haben auch gleich noch viel mehr Zeit, um darüber zu reden. Denn wir zeigen euch jetzt erstmal ein kleines Musikvideo aus einem, ich glaube, es ist aus einem Musical. Du kannst mich dabei auch verbessern, wenn mir das auffällt. Ja, das Lied. Das Video dazu ist aus World of Warcraft. Ey, ich kann schon verstehen, warum ihr beiden da so ein Lesben gespannt seid. Mach mal Film ab. Das ist ein super interessantes, lustiges Video für euch. This is Halloween. See something strange. Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on the diaphragm. It's our town. Everybody's free. This town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Down that corner and hiding in the trash can. Something's waiting there to pounce and howl. You'll scream. This is Halloween. Red and black. It's slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream. Everybody scream. Here I down of Halloween. I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and gone with a trace. I am the who in the cloud stare. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. Halloween, Halloween. Tingle-lumblings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Turn a tin jack, might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Norman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hails in the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. Das ist doch aus Nightmare Before Christmas, oder? Ist das ein Musical? Nee, das ist doch diese Animation. Ich bin mir jetzt nicht ganz ja, sicher. Ja, also von der Musik her passt das auf jeden Fall. Ich habe ein Addon der Woche. Gehen wir mal schnell auf meinen Monitor. Ich habe nämlich gerade schon ein Opfer gefunden, an dem ich das zeigen kann. Opfer?
Guck mal hier, da unten, in Hexmeister. Aber erstmal sage ich euch, worum es sich handelt. Heute ist es Dr. Damage. Da ist der Name Programm. Und zwar sehen wir hier in meinen normalen... Ich muss mal raustabben, die gleich zumindest, die Gigalupe anmachen, weil das alles ein bisschen sehr klein ist, ich weiß. Ja. Sogar zwei Opfer. Ich schnell raustabben. Komm, mach mal schnell raus hier. Gigalupe anmachen. Es dauert immer, ey, diese Vorbereitung. Kennst du die Gigalupe? Weißt du, Phil war da mit ihren kleinen Händen ein bisschen schneller und hat die Sachen ein bisschen... Nee, ist gut. Mist, Shortcut funktioniert auch nicht. Oh Mann. Also man muss dazu auch sagen, Frau Senkbeil ist natürlich derjenige von uns beiden, der sich mal gewissenhaft vorbereitet. Ja, und diejenige, die halt auch immer schon genau weiß, welche Zutaten sie braucht für ihre Sendung. Und die Zutaten habe ich. Dich, mich, zurechtlegt. So, jetzt aber. Dr. Damage hier auf meinem Bildschirm zu sehen. Funktioniert ja super, die Gigalupe. Chaos pur hier heute. Ich hab noch einen kleinen Trick. Da sieht man mal wieder alles live. Auch heute am Feiertag. Ja. Ist ja ganz klar. Jetzt, pass auf, jetzt müsste es gehen im Fenstermodus. Oh, wir sehen hier bei meinen Angriffsspells, die da wären, auf der 1, auf der 2. Dann hätten wir hier hinten mit E und Q nochmal Angriffsspells. Das ist zum Beispiel mein Gedankenschinden und mein Gedankenschlag mit der Q. Der zeigt mir jetzt hier die wunderschöne Zahl 1681 an. Ja. Das bedeutet, ich mache damit durchschnittlich 1681 Schaden. Warum das so ist, zeigt Dr. Damage in diesem Fenster. Zeigt mir erstmal an, was es überhaupt für ein Spell ist. Gedankenschlag, kostet so und so viel Mana, dauert 1,42 Sekunden, überzieht das Ziel mit 782 bis 827 Schattenschaden. Ist ja viel weniger, als unten steht. Dr. Damage rechnet mir nämlich aus, was ich mit meinem Equip, auf dem ich hier 1296 plus Damage habe, was dieses Equip dann für Schaden extra auf meinen Spell dazu rechnet. Oder meine Skillung, die ich habe, das heißt, dass ich... Genau, sozusagen die ganzen Boni werden dann noch drauf gerechnet und somit ergibt sich dann diese wunderbare Zahl. Den Durchschnittsschaden. So, jetzt ist mir allerdings hier der Hexmeister abhanden gekommen, an dem ich gerade mal zeigen wollte, dass ich wirklich so viel Schaden habe. Der hat gewusst, du holst die Gigalupe, das übermächtige Instrument der Vergrößerung, hervor und hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Mist, da hinten. Ah, das sind aber Ortler, die kann ich nicht angreifen. Naja, dann greife ich einfach mal irgendeine Motte hier an, die herumfliegt. Ist ja eigentlich auch relativ schnuppe, an was für Mob ich das zeige. Ich muss erstmal in die Schattenform gehen, weil ich sonst keinen Schaden mache. So. So, 1933 sagt er jetzt, weil in der Schattenform mache ich natürlich auch nochmal mehr. So sind es 1600, Schattenform 1900 durchschnittlich. So, jetzt schauen wir einfach mal, wenn es nicht krittet, 1700, dementsprechend müsstest du beim nächsten Mal dann ungefähr mehr Schaden machen. Ja, der rechnet halt ein, dass ich eine relativ hohe Crit-Chance habe, da 1800. Und die durchschnittlichen Normalspells sind, durchschnittlich normal ist 1754, lag ich super drin, durchschnittlicher Crit 2631. Das macht Dr. Damage. Der zeigt mir auch an, wie viel Damage pro Sekunde ich mit, wenn ich nur diesen Spell benutzen würde, machen würde. Ist hier mal ganz und ähnliches. Wichtig. Ist wirklich das Wichtigste. So eine Art Theorycraft. Der Begriff würde dir nichts sagen, aber das ist quasi einfach nur die Wissenschaft über World of Warcraft. Es gibt tatsächlich Leute, die setzen sich den ganzen Tag hin und rechnen aus, mit welcher Ausrüstung, mit welcher Verzauberung man am meisten Schaden aus welcher Klasse auch immer. Meinst du, sind ungefähr so wie die Leute, die von Star Trek, die Fans, die Klingonisch lernen? Genau, ungefähr. Okay. Ja. Ja, nur dass das, glaube ich, ein bisschen sinnvoller ist, seinen Schaden zu optimieren, als Klingonisch zu lernen. Klingonisch. Kannst du Klingonisch? Jetzt habe ich gesagt, hallo. Das macht Worf auch immer. Ja. So, das ist Dr. Damage für all die, die immer schon mal wissen wollen, mit welcher Skillung und welchen Equipment, welchen Boni, welchen Verzauberungen und so weiter ihr den meisten Schaden aus eurem Charakter rausholt. Zeigt euch das alles in Echtzeit an. Sinnvolles Add-on der Woche, wie ich persönlich finde. Wunderbar. Und jetzt haben wir beide ein bisschen Zeit zu plappern. Haben wir? Ja, und zwar zeigen wir jetzt nämlich ein von uns gedrehtes Video aus dem aktuellen Halloween-Event, was es denn da alles so zum Beispiel für unterschiedliche Verwandlungen für den Charakter gibt, wenn man sich eben jenes Trick or Treat holt. Filmchen ab. Wie Philipp Wolf übrigens immer betont, ist das nicht die Musik aus Harry Potter. Philipp Wolf muss es ja wissen. Der hat das geschnitten. So, als erstes kann man sich in ein Wisp verwandeln. Unglaublich sinnlos, weil man überhaupt nichts mehr casten kann. Also man kann dann keine Aktion mehr ausführen, außer laufen. Und außerdem sieht es halt aus wie ein toter Nachtelfe. Ja, ist jetzt, finde ich, ein bisschen unspektakulär. Ja, durchaus. Dann gibt es als Verwandlung den Lepragnom, finde ich sehr witzig. Den haben wir aber nur kurz, sehen wir gleich nochmal in länger. Ein Geist, da gibt es verschiedene humanoide Geistwesen. Das Ganze vor Undercity hier, auch im Halloween-Setting mit dem Strohmann, den man ja
an, das ist doch die Musik von Harry Potter. Kann das sein, dass das die Musik von Harry Potter ist? Ja, total. Jetzt, wo du sagst. Ey, dieser Philipp Wolf, ey. Ich habe gehört, er steht besonders auf Dumbledore. Gehört, aber bei Dumbledore hat er sogar noch Glück. Warum? Der Dumbledore hat auch Joanne K. Rowling gesagt, ist schwul. Na. Ja. Du redest jetzt aber nicht vom letzten Buch, was ich zu Hause liegen habe und bald anfange. Ja. Hör auf, Felix. Nein. Die Nadelabenteuer. Ja, ganz wichtig. Ich will überhaupt. So, komm, dann sehen wir noch weiter. Ein nächstes Kostüm, und zwar das des Piraten. Oh, sehr schön, der ist gut. Oh. Besonders witzig, wenn man ihn als Krieger benutzt, weil durch die Haltungswechsel kann man alle verschiedenen Variationen des Piraten da auch sehen. Wir sehen gleich nochmal den, das war jetzt der erste Goblin, glaube ich, jetzt ist der Gnom. Und jetzt sehen wir den Untoten, das Skelettvieh. Okay. Vorne der Lepra-Gnom, also das ist ganz witzig, gerade für Hortler halt, weil wir ja sonst selten Gnome steuern können. Auf geht's in den Aufzug. Ninja-Kostüm, auch sehr wichtig. Sehr gut. Finde ich auch sehr gut. Das ist das Kenny-Kostüm. Kenny stirbt meistens. Kenny ist Main-Tank. Dann haben sie halt Kenny getötet. Ha. Okay, der kam nicht. Da kam es. Wir sprechen uns nochmal vorher ab mit den Lachern. Vielleicht sollten wir so eine Taste einführen, wo so künstliche Lacher eingespielt so werden. Wie Simon, sag ich schon, so wie der Nils und Eddie, die surfen immer den ganzen Tag auf witze.de für Late Nights. Wusstest du das? Nee, ernsthaft. Dann testet ihr die mal in der Redaktion 38 Mal und dann die Leute, die bei Late Nights hören, denken, oh, wie witzig. Ich denke, boah, hatten heute 38 Mal geübt und doch noch versaut. Fledermaus gibt's auch, genauso wie der Wisp fliegt man halt einfach nur blöd rum. Gibt's auch Werwolf? Nee, gab's letztes Jahr. Gibt's dieses Jahr nicht. Ah, okay. Schade. Ja, irgendwie doof. Fledermaus finde ich aber auch nicht schlecht. Ist doch, wenn es ein bisschen langsam ist. Ja. Bisschen, das ist ein Zeitlupen-Fledermaus. Man kann vor allem nicht wirklich fliegen, man schwebt nur über den Boden und hüpft. Aber ich finde es ja immer schön, diese ganzen Aktionen, die es halt gibt zu Halloween und Weihnachten und Oktoberfest und so. Und finde ich immer schon. Sauffest, ja, da habe ich glaube ich immer noch so einen Krug. Wenn ich da einmal draufklicke, bin ich strunzvoll. Mein Charakter zumindest. So, da ist der Lebhang. Im echten Leben. Weizenbier. Trinkkultur. Wie schnell bist du denn da so? Ja, manche sagen, weißt du, ich bin der Schnellste. Andere sagen, du bist nicht der Schnellste. Du bist aber wiederum der andere Zweitschnellste. Sagen, der Zweitschnellste ist der Schnellste, weil der Erstschnellste beschissen hat und die Hälfte wieder ausgekotzt hat. Oh, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich habe keinerlei Ahnung. Das ist meistens so, Herr Kamholz. Das ist meistens so. Deswegen sitzt hier nochmal so auch Frau Phil, um dich aufzufangen. Wir hören im Verlauf der Sendung übrigens noch ein Referat von Dr. Felix Rick zum Thema, wie mache ich mit einem Magier richtig Schaden? Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ihr könnt viel erwarten. Ich habe mir schon alles zurechtgelegt. Mein Mage ist bereit und dann gibt's ordentlich auf die Nüssel. Nochmal ganz kurz zum Thema zurück zu Halloween. Feierst du es länger schon? Weißt du, wie dieser Brauch nach Deutschland kam? Warum ist überhaupt, ich meine, früher also, war es nicht direkt. Ich habe da letztens mal geschaut und dieses Halloween, es gibt verschiedene Theorien, aber so richtig wird es halt nicht erklärt. Das hat halt irgendwas damit zu tun. Am 1. November ist doch Fronleichnam. Und dass man davor nochmal die Geister sowas vertreibt. Und es gab dann noch in Amerika ein anderes Fest, da fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein. Ich habe mir nicht alles gemerkt. Das ist auch nicht so vorbereitet. Du, mir geht es eigentlich darum, einfach nur Leute in lächerlichen Kostümen bei mir zu Hause zu verscharren und sie mit wunderbaren Getränken abzuservieren. Füllen. Ist nach 21 Uhr. Ich kann mich noch an eine Halloween-Party bei mir zu Hause erinnern. Da haben wir was ziemlich Widerliches gemacht. Hat eine Freundin von mir. Du hast übrigens zu meiner Halloween-Party noch nicht zugesagt. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich entscheide das während dieser Sendung. Aber ich glaube, ich sage ab. Ich bin da noch nicht ganz sicher. Je nachdem, wie nett du zu mir bist. Weil, wie er so zu mir ist, ist er dann bestimmt auch da. Okay, ich bin dabei. Gibt es denn auch, darauf wollte ich eigentlich hinaus, diesen Wackelpudding aus Wodka? Also ich meine nicht, dass wir Alkohol trinken würden, aber das ist der nur, ist der nur für Halloween? Oh Gott, was habe ich denn letztes Wort? Nein, natürlich gibt's den auch. Echt? Ich habe ihn sogar in Hirnform. Oh, in Hirnform, wie widerlich, schön schaurig. Bevor wir uns hier in irgendwelche Privatparty-Diskussionen verrennen, sollten wir ganz kurz Werbung machen. Die ist auch garantiert nicht für Wodka und sind dann gleich wieder für euch da mit ein bisschen Live-Spielen einer höchst interessanten Diskussion, denn ich werde Felix Rick zum Thema Roleplay befragen. Vor wenigen Tagen erreichte mich ein Leserbrief, den ich auch auf unserer Homepage gestellt habe. War das der mit den nackten Bildern von dem Typen? Nee, das war eine Frau. Auch wenn sie aussah wie ein Typ. Ach, dachtest du, das war? Ach, wirklich? Ich kann mir also sehr leicht täuschen, um ein Mann zu sein.
Obwohl, das kann man ja auch nach hinten. Keine Ahnung, was du in deiner Freizeit machst. Gezeigt. Weißt du, ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie du da vor dem Spiegel stehst und dann so, oh, ich finde mich total sexy. Not. So, kommen wir zu einem ernsthaften Thema, denn die Rollenspieler unter euch sind ein wenig verärgert. Du musst dir das mal so vorstellen, du spielst World of Warcraft nicht, um zu leveln und Items zu bekommen, sondern einfach, um mal ein bisschen dich in eine andere Rolle hineinzuführen. Genau, diese Rollenspielserver, genau, die man kennt, wo man dann eben auch die Sprache sozusagen annimmt und versucht, möglichst altertümlich zu sprechen, genau, und sich so auch an die Bräuche so ein bisschen ungefähr hält, damit diese Atmosphäre richtig aufkommt. Edles Burgfräulein, würden Sie mich auf meiner Reise in die gefahrvolle Welt von Westfall begleiten? Ja. Zum Beispiel. Diese Rollenspieler sind ein wenig verärgert, da immer mehr Leute auf einen Rollenspielserver kommen, die überhaupt nichts mit Roleplay am Hut haben, sondern sowas wie schreiben, lol, looking for group, die und die Instanz. Oder want WTB, Illidan FTB. Ja, Illidan down lol. Sowas mögen die Rollenspieler natürlich dementsprend überhaupt nicht gern, weil es sie ein bisschen in ihrer Spielerlebnis stört. Ich verstehe nicht, warum kommen Leute dann auf so einen Server? Das sieht man doch vorher, Rollenspielserver sind doch extra gekennzeichnet. Genau darum geht es auch den Rollenspielern, dass die Kennzeichnung nicht genügend ist, weil Leute halt so drauf kommen. Man muss halt irgendwie einen Test einführen oder irgendwas muss vom Blizzard gemacht werden. Das muss wie sind die Kennzeichen? Die steht doch auf einem Server da, Rollenspielserver, PvP, PvE. Ja. Ja, also was muss ich da noch mehr? Sind die Leute einfach zu dumm zum Lesen? Nö, die finden das toll, auf einen Rollenspielserver zu gehen und die Rollenspieler auch teilweise zu beleidigen. Ja. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ist mir schleierhaft. Denn ich finde, Rollenspieler sind eine wirklich, wirklich schöne Sache und ich möchte da mal ein bisschen... Jeder soll ein Zuhause haben. Ein Rollenspieler? Ja. Ja, Herr Rick, wieder alles ins Lächerliche. Ich möchte mal ein bisschen aus dem Leserbrief zitieren. Und zwar eben genau das, was du gerade angesprochen hast. Blizzard hat mit ihrer Serverbezeichnung gewisse Maßstäbe festgesetzt, welche Art des Spielens auf diesen Realms beschreibt. Das scheint im Großen und Ganzen auch zu funktionieren, nur eben bei Roleplay Realms wird die Bezeichnung insoweit außer Kraft gesetzt, dass diejenigen, die in der Minderheit sind, gerade die sind, die sich an das Rollenspiel halten. Auf Bitten zum konsequenten Handeln gegen diese Zustände hin reagiert Blizzard stets mit Ignoranz oder entschuldigt die Umstände damit, dass durch klar erkennbare Merkmale oder Verhalten des Non-Roleplays eben nicht gegen die Richtlinien für das Spielen auf diesen Servern verstoßen wird und sie somit auch nichts unternehmen können. Also dem Ersteller dieses Leserbriefs geht es primär darum, dass man etwas dagegen unternimmt, dass Leute, die eben sogenanntes OOC betreiben, also Out of Character spielen, ganz genau, dass die halt bestraft werden, vom Server gebannt werden, eine Forumsperre oder Ähnliches bekommen, damit eben die Roleplayer ihr Erlebnis weiterhin haben. Allerdings, jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, das ist nämlich alles gar nicht so leicht. Das sagt man natürlich, man ist aufgebracht und dann möchte man, dass diese Charaktere gekickt werden. Ich bin der Meinung, es wird immer Idioten geben, die, egal wie gut reglementiert etwas ist, die ankommen werden und die werden das Spiel stören, weil sie einfach Idioten sind. Und die Sache ist, man kann ja nicht einfach sagen, okay, ich schreibe jetzt an den Game Master und sage, Charakter Kyrandia ist eine doofe Sau, der hat da nicht richtig mitgemacht, der ist OOC, bitte kick den doch. Der kann ja nicht einfach kicken, weil dann könnte man zu jedem ankommen, wenn man einem nicht mag, sagt dann, ey, Kyrandia 12, 80, 10 ist auch so einer, der muss auch, und dann ist es halt sowas in die Richtung. Das ist völlig recht. Und deswegen ist das ja auch gar nicht so leicht. Wie will man das denn, dann muss man das ganze Spiel praktisch überwachen und alles loggen und alles nochmal genau nachschauen und das... Also ich weiß nicht, das ist zwar alles gelockt, aber es ist viel zu schwierig nachzuvollziehen auf Dauer, dass man wirklich jeden Chatverlauf und so weiter. Also bitte, liebe Roleplayer, versucht die irgendwie anders zu ignorieren. Also wir unterstützen das auf gar keinen Fall, dass OOC-Spieler auf Roleplay-Servern unterwegs sind, weil ich finde es lächerlich. Es ist auch, du hast vollkommen recht, aber don't feed the troll, man darf auf sowas immer gar nicht eingehen, man muss sowas einfach links liegen lassen und dann verlieren die sicher selbst ihre Lust daran, da irgendwie Unfug zu machen und dann löst sich das Problem auch von selbst. Und wie gesagt, es wird immer ein paar Idioten geben. So, und wir zwei schwingen uns jetzt mal in-game nach dieser Roleplay-Diskussion. Sollen wir erst den Paladin hier kaputt machen, der hier rumsteht? Ja, meinetwegen. Kannst du machen. Guck mal, drück mal Tab. Dann wählst du das nächste Ziel an und jetzt drückst du erst die 2, genau. Oder nee, eigentlich immer nur 3, 4. Jetzt drück ich aber erst die 3. Oh, der rennt weg. Ich hau mal auch mal mit drauf. So. Ja. Aber ich glaube, der rennt hier gleich. Was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Was ist denn unser Ziel jetzt hier? Unser Ziel ist es, den Paladin zu killen und danach in diese Instanz da reinzuhüpfen. Denn wir werden den kopflosen Reiter jetzt mal besiegen. Okay. Der befindet sich in dem scharlachroten Kloster. Boah, ist das dunkel. Ist das bei dir auch so dunkel da drin? Ja, ist bei mir auch ziemlich dunkel. Sieht gar nichts. Ich habe nämlich so einen Riesencharakter. Und das ist ein Event, das Blizzard extra zu Halloween eingefügt hat. Auf geht's. Wieso ist eigentlich unser Heiler tot? Tja, weil er ein Noob ist.
Ich frag mal eben nach. Weil er gerade auf dem Rollenspiel-Server gegangen ist. Am andere. Was will hier so eine Wurst hier vorne? Scharlachrote Wachposten kriegt erstmal schön alles auf die Backe. Jetzt hat er widerstanden beim Spell hier. Das echt? Gut. Ja. Ja, aber ist dann trotzdem gut tot. Die sind eigentlich auch nur Level 40, wir sind Level 70. Das heißt, die haben eigentlich überhaupt keine Chance gegen uns. Das ist das Scharlachrote Kloster, eigentlich eine Instanz, wie ich schon erwähnte, für die Level 40er. Bis auf diesen kopflosen Reiter, der... Wo ist er denn? ...am Ende dieses Flügels steht und Level 70 ist, also auf unserem Niveau. Ja. Den haben sie halt einfach mal eingefügt. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen die normalen Viecher wegmachen, die eigentlich nichts können. Und danach bewegen wir uns in Richtung einer kleinen Kapelle. Du haust aber ganz schön drauf hier, weißt du? Du bist echt so ein Rabiator. Das ist richtig. Muss man schon mal sagen. Ich bin Nahkämpfer und du filigraner Fernkämpfer. Ja, sieht man auch. Du bist echt so ein Rübezahl. Wir können auch gerne bei Phoenix auf den Monitor gehen. Da sieht es nicht ganz so voll aus. Oh, damit man dich dann auch schön sehen kann. Damit man dich vor allem schön spielen sehen kann. So. Ja, unser Heiler lebt wieder. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Warum schreibe ich eigentlich die ganze Zeit? Hier sehr schön. Mit diesen Kürbissen, das finde ich immer herrlich. So. So, schau dir mal den Kürbis an. Ja. So, an diesem Kürbis gibt es jetzt eben das Quest für den kopflosen Reiter. Ist nicht besonders kompliziert. Du musst erstmal nur bis hinrennen, aber warte mal auf unseren Heiler, der steht noch irgendwo sonst wo. Oder ist er schon da? Ah, nee, der sitzt hier schon. Ja, super, dann kannst du anfangen. Klick den mal an. Rechts. So. Ruft den kopflosen Reiter. Jetzt liest du mal uns schön den Questtext vor. Zahlreiche düstere Kerzen schmücken den Kürbisschrein, der höhnisch grinst. Questziele bringt eine düstere Kerze zur leicht aufgewühlten Erde. Empfohlene Spielanzahl 5. Belohnungen. Ihr bekommt 75 Silber. Nehmen wir natürlich an. Und jetzt rennst du zu dem Häufchen Erde, was dahinter liegt. Denn die Kerze hast du automatisch bekommen. Drückst da auch nochmal mit rechts drauf. So. Düstere Kerze hast du. Die Erde scheint erst vor kurzem aufgewühlt. Legen wir dahin. Weiter. Belohnung, 75 Silberquest beenden und ich bin mir sicher, jetzt kommt doch dann gleich hier. Richtig, jetzt rennst du mal zurück zu uns. Erhebe dich, Reiter, deine Zeit ist gekommen. Heute Nacht sei dein Leben jetzt auf ewig genommen. Ah nein, dem hinterher oben. Oben, ah, oh nein, oben. Es ist vorbei. Das Schicksal soll entscheiden, wer der Sieger sei. Und er geht jetzt direkt auf dich los. Na super. Dafür haben wir ja einen dabei, der die Aggro sich holt. Jetzt geht es dem an den Kragen. Drück einfach nur die 3 und die 4. Ja, lass mich mal hier machen, hier, junger Freund hier. Sonst gibt's hier ein paar auf den Nuss. Alles klar. Ich drücke einfach mal alles querbeet und so. Ja, du machst da mit allem Schaden, was du da hast. Du hast einen relativ gut ausgestatteten Mage. Den müssen wir jetzt, der ist kopflos, hat einen Helm auf, aber da ist kein Kopf drin. Den müssen wir jetzt so schön bearbeiten, bis seine Hitpoints komplett weg sind. Siehst du übrigens oben neben deinem. Der ist jetzt schon relativ niedrig. Dann beginnt allerdings erst die Phase 2. Kann man natürlich auch sehen an dieser drachenmäßigen Umrundung, er ist ein Elite. So, jetzt wirft er seinen Kopf weg. Achtung, da hinten ist er. Und den musst du jetzt anklicken und da müssen wir jetzt Schaden drauf machen. Ganz viel, so schnell es geht. Wo ist denn der Kopf? Na, da hinten. Ich sehe ihn nicht. Wo ich hinterher renne. Nee, der Kopf ist jetzt wieder weg. Jetzt müssen wir ihn nämlich nochmal legen. Drück mal einmal auf die V, bitte. Dann siehst du nämlich so eine Lebensanzeige über dem Mob. Dann siehst du gleich auch den Kopf. Ich sehe auch hier oben, du Wurstmann. Ja, aber den Kopf siehst du dann auch gleich, dann kommt da nämlich ein zusätzlicher Balken irgendwo. So, der macht jetzt auch so ein paar Special-Sachen, schmeißt zum Beispiel mit feurigem Atem um sich. Damit disorientiert er einen Spieler. Gleich kommen noch ein paar kleine Helfer von ihm. Ich will jetzt den Kopf hier sehen. Ja, den schmeißt er gleich wieder. So ein kleiner grüner Punkt, muss jetzt darauf achten, wo er den hinschmeißt. Ich habe den vorhin einfach nicht gesehen. Und zwar schmeißt er den... Oh, jetzt hat er dir was anderes auf den Kopf geworfen. Und zwar jetzt gleich rechts vor dir. Da ist er, der Kopf. Siehst du? Kommt auf dich zugerannt. Ich habe ihn schon anvisiert und... aber verdammt! Hat wieder nicht gereicht. Ja, mein Gott, das war zu langsam. Bis mein Spell da endlich mal fertig war, war der schon wieder drauf. Ja, das heißt, wir kommen jetzt in Phase Nummer 3. Wie viele Phasen gibt's denn? Unendlich? Ja, unendlich, bis wir den Kopf tot haben halt. Oh. Aber der Kopf, der hat schon noch den Damage... okay. Im Gegensatz zum Reiter... hat der Kopf, behält er den Damage. Jetzt kommen aber gleich ein paar Freunde hier von ihm dazu. Er ruft ein paar Kürbisse. Das macht nichts. Agro-Kürbisse, da kommen sie. Boah. Die stellen sich jetzt erstmal hier hin, machen aber erstmal nichts. Die kommen erst nach einer Weile raus. Wir bleiben allerdings komplett konzentriert auf den kopflosen Reiter und danach auf den Kopf, den er wieder wegwirft. Und zwar genau jetzt. Da hinten ist er, ganz hinten. Siehst du?
Hier, jetzt ich mach mal kaputt. So, ich hab ihn getötet. So, sehr gut. Jetzt greif mal da rein und es gibt Loot. Also Belohnung. Und zwar nicht so besonders toll, wie ich finde. Ja, es gibt hier den Zauberbesen. Ja, ein Zauberbesen für einen Ritt. Ne, kannst auch unten angucken, da bei dir. Da die beiden Fenster. Mach das Fenster mal zu, was du also, hast, ja. Mit dem X. Und guck die beiden Fenster. Den Zauberbesen. Ja. Nutzt zur Benutzung gebunden. Ist nur zumal zum Reiten. Jetzt drück mal auf die Würfel oben. Dann kannst du den nämlich direkt mitnehmen. Und ein Heilerring. Und da du kein Heiler bist und ich auch nicht, brauchen wir den nicht. So, aber so, sollen wir den nochmal machen, den kopflosen Reiter? Der hat nämlich auch noch vernünftige Sachen dabei. Wie kann man jetzt... Ja, das war's jetzt. Du kannst jetzt immer wieder reingehen und den kopflosen Reiter legen. Das kann man fünfmal in der Stunde mit machen. Mit den kleinen Kürbismonstern hier? Ja, die kann man auch... Gibt's halt auch ein, kann auch sein, dass er die droppt als Pet. Wenn du deinen Rucksack mal aufmachst... Oh, geil, so einen hätte ich gerne als Pet. Ja, die sind echt toll. Such mal da oben die Kürbisse. Da kannst du draufdrücken, die kannst du die einschmeißen und dann bist du ein bisschen schneller. Rechtsklick immer. So. Jetzt glitzerst du und rennst ein bisschen schneller. Hui! So. Und wenn du zu viele davon schluckst, das werde ich dir mal eben demonstrieren. Warte, ich stelle mich mal vor dich. Ja. Dann wird dir schlecht. So, jetzt hab ich zu viel Kürbis. Boah, ey. Sorry. Zu viel Kürbis. Ah, Mann, ey. Erinnert mich übrigens an so ein lustiges Video, was du mir letztens gezeigt hast. Ach ja. Bisschen. Entfernt. Du meinst das mit dem Becher? Ja. Ja. Ja, da gab es auch zu viel Kürbis. Das ist also, das ist eigentlich im Großen und Ganzen Halloween-Event von Blizzard. Gibt es denn noch mehr außer den kopflosen Reiter? Sicher doch, oder? Ja, die Kostüme, die ich dir vorhin gezeigt habe. Ich kann dir auch übrigens noch mal eins verpassen, wenn du bei dem bleibst. Aber gerne. Ich habe nämlich auch welche dabei. Hier, ich stehe schon im Licht. Dann kann Stab der Verwandlung Skelett ist jetzt irgendwie nichts besonders einfallsreiches. Aber naja. Boah, ist doch in Ordnung. Boah. Wie lange nach Halloween sind die Kostüme noch gültig? Welche, diese Stäbe, ich glaube, die halten für immer. Die halten für immer. Es haben halt nur immer 5 Aufladungen. Also meinen Stab kann ich jetzt nur noch 4-mal benutzen. Oh, okay. Weil ich ja gerade einen auf dich benutzt habe, wo ich gar nichts sehe. Stell dich hier nicht so an, ich komme da auch zurecht, du Wurst. Mein Monitor ist aber auch dunkler als deiner. Ja, ja. Mann, keine Ahnung, wo du hier langläufst. So, das, mal gucken, ob die anderen noch verwandt. Da musst du durchlaufen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu viele von den Allianzlern. Sollten da welche sein? Nee. Aber dann könnten wir noch ein bisschen, weißt du, so ein bisschen... Bisschen auch auf Allianzler kloppen, auf den Sack hauen. Können wir aber nicht, weil keine da sind. Vielleicht haben die anderen ja noch Verwandlungsstäbe. Dann können die uns noch mal ein bisschen rundum verwandeln. Wenn nicht, soll es das auch gewesen sein. Vom kopflosen Reiter, der ja offensichtlich nicht allzu schwer war, wenn sogar du da mitmachen konntest. Ja. Ne? Ich meine, mein Gott, ich habe jetzt den Kopf zwar nicht so richtig da Schaden gemacht, aber dafür warst du da als Nahkämpfer, hast du ihm ordentlich gut immer auf den Sack gehauen. Ach, guck mal, ich bin jetzt zum Lepragnom geworden, das ist doch auch lustig. Was ist denn an dem Lepragnom so toll? Naja, guck dir mal das Gesicht an, der hat ja ein bisschen Lepra im Gesicht. Ja, okay, aber den find ich schon ein bisschen lame. Findest du den lame? Ja, es hat nur das Gesicht und eine andere Textur draufgeklatscht. Ja, ansonsten grün. Find ich jetzt nicht aber so. Ich kann meine Frisur wechseln, warte mal, da. Ja, die, so sieht nämlich Herr Kammerz aus, bevor er in die Maske geht. Das ist wirklich so. Und so hat er das alte Toupet aufgesetzt bekommt, das Schamhaar-Toupet. Das ist der Geist. Ja, das finde ich auch nicht so toll. Auch nicht so spektakulär. Das Tolle ist am Krieger eben, dass man alle Variationen... Ich finde, wenn dann so Ninja oder Pirat, das finde ich schon... Da! Ja, Pirat! Knurpirat. Das ist doch richtig cool. Der ist echt super. Ah, arr. Aber am tollsten ist der Goblin. Da zeige ich euch gleich nämlich nur mal den Kampf. Den Tanz. Warte mal. Da! Der tanzt nämlich recht merkwürdig. Okay. Hier gibt es, das ist der einzige von den Kostümen, nicht als Klasse spielbar in World of Warcraft. Den gibt es nur als NPC, so als Non-Player-Character. Finde ich aber trotzdem cool. Ist auch ein cooles Kostüm. Sehr cooles Kostüm. So. Soll es gewesen sein vom kopflosen Reiter, komm, wir gehen hier mal raus. Sind gleich wieder für euch da mit so fantastischen Themen wie Clever Gnome. Da gehen wir nochmal auf den 4-Stunden-Raid, der übrigens wieder alle Zuschauerrekorde gebrochen hat. Ein. Ja, klar. Und... Wir widmen uns dem Giga-Ei, dem Auge von Giga, an dem Felix einen Riesennarren gefressen hat. Juhu!
Eine Kategorie, die sich großer Beliebtheit erfreut, ist unser Clever Gnome. Roter Clever Gnome. Ich sage immer Clever Gnome. Ja, wäre ich denke mal, Clever kommt ja eigentlich so aus dem Englischen, denke ich mir. Aber Clever Gnome muss man schon richtig stellen. Wir sprechen hier nicht so viel Englisch. Hier wird es eher ein bisschen deutscher gehalten und deswegen Clever Gnome. Ja, irgendwie, das gibt es voll oft. Das ist ein halb englisch, halb deutsches Wort. Eigentlich ist das blöd. So, oder so ganze Werbetafeln. Ihr seid schon so ein Sonderstaat, ihr beiden. Deswegen ist das schon in Ordnung. Ach, das ist ja toll. So, und zwar gehen wir mal in den Clever Gnome Thread, Gnome Thread. Weil ich sage jetzt auch, also Clever Gnome Thread wäre ja total Banane. Also Clever Gnome Thread von Raid. Das ist wie Spiderschwein. Ja. Bei den Simpsons. Spiderschwein. Das Simpsons hätte man aber auch auf Englisch gucken können. Dann hieß es nämlich Spider-Pig. Ja. So, und da habt ihr nämlich sehr viele Fragen gestellt, die wir natürlich nicht alle beantworten konnten, weil wir ja da primär auch den Raid gezeigt haben. Und dann werde ich hier einfach mal durchlesen und ein paar beantworten. Zum Beispiel von Klon Austria. Klon.at? Ja, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ach guck mal, er ist so knuffig. Eigentlich Wahnsinn. Unser Clever Gnome. Naja, der fragt hier, ob ihre AOD wirklich die beste deutsche Eddie-Gilde wäre. Horde ist viel besser und cooler. Da kann ich natürlich sagen, ja, zu beidem. Es ist die beste deutsche Allianz-Gilde, aber Horde ist besser und cooler. Ja, aber es ist doch immer Geschmackssache. Nee, das ist Fakt. Okay. Horde ist ich wollte nur nachfragen, um Phil so ein bisschen zu verteidigen. Ja, ich bin ja eigentlich auch einer Meinung. Ja. Mein Gott. Phil spielt eine Gnom-Magierin. Mit das sagt, das Augen, sagt schon so viel aus. Kurzen Beinen und kleinen Brüsten. Ja, da muss man eigentlich gar nicht viel mehr sagen. Ich bin Taurenkrieger, so ein behaarten, riesen, männliches Vieh. So hier zum Beispiel von, auch eine sehr interessante Frage von XX Hero XXX. Könnt ihr mal eine Instanz für die Lows in der Sendung machen? So wie WK, ich denke mal, da meint der Wailing Caverns, wird zwar anders geschrieben, oder die Hügel von Ratzhofen, das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Wir haben zum Beispiel das Schloss bei den Untoten im Startgebiet gezeigt. Wie heißt es noch? Weiß ich doch nicht. Also wir haben auf jeden Fall schon die ein oder andere Low-Instanz gezeigt. Ich weiß es ja nicht mal selber, das ist ja gerade das Problem. Mir entfällt sowas von Zeit zu Zeit. dann noch die Frage von Deadman200 an ihre AOD. Der hat erst nach einer Weile der Sendung eingeschaltet. Ich hoffe, du guckst es diesmal auch zu. Die Frage war, ob es die Gilde ihre AOD schon seit dem Release des Servers Azshara gab. Release des Servers Azshara war mit dem Erscheinen von World of Warcraft, also einer der ältesten Server überhaupt. Und die Gilde an sich gab es nicht, aber es gab die Gilde Irae und die Gilde AOD. Zwei Gilden. Die haben zusammen geradet. Man hat immer gesagt, ach, Irae AOD haben die Instanz geschafft und Irae AOD. Irgendwann haben sie gesagt, Mensch, die nennen uns immer nur beide zusammen. Warum dann nicht eine Gilde daraus machen? So. Ja, aber gibt es normalerweise nicht so ein bisschen Konkurrenzkampf unter den Gilden? Oh, durchaus. Ja. Also ist es was Normales, dass sich Gilden zusammentun oder ist es schon eher so die Ausnahme? Es ist eher die Ausnahme, aber es gibt halt immer Gilden, die nicht groß genug sind zum Raiden, weil früher brauchte man zum Beispiel 40 Leute und es ist zum Beispiel eine Gilde nur von uns, aus der Redaktion jetzt nur die WoW spielen würden, wären ja vielleicht mal 15 Leute oder so. Jetzt einfach mal als Beispiel. Und dann würden wir aber trotzdem nur wir zusammenspielen wollen, würden uns Giga nennen und dann bräuchten wir natürlich Unterstützung. Verstärkung. Würden immer mit irgendwelchen anderen und die lernen wir irgendwann kennen und dann, naja, irgendwann denken wir uns, dann können wir auch eine Gilde machen, vielleicht. So, Realm Pool. Welcher Realm Pool ist denn Azshara? Ich glaube, das ist Blutdurst. Also Realm Pool fürs PvP werden verschiedene Server zusammen in einen Pool gesteckt, damit man beim PvP nicht immer nur auf die Leute trifft, die aus dem eigenen Server sind. So, auch super ist die Frage von B2Nightmare, will mir auch WoW kaufen, aber welche Klasse wäre sinnvoller als welche? Weiß ich nicht. Ich habe keine Lust, ganz hinten zu hocken und zu heilen, will eher im mittleren Bereich stehen. Gut. Man muss aber kurz dazu sagen, WoW ist aufgeteilt in Nahkämpfer, Fernkämpfer und Heiler. Also würde ich sagen, wenn er jetzt nicht ganz hinten stehen will, ganz vorne stehen will, aber will trotzdem vorne mitmischen, dann würde ich jetzt sagen Hunter beinahe. Ja. Aber Hunter haben halt so viele Leute auch. Ja. Und du kannst eigentlich jeden Fernkämpfer spielen, weil du musst ja nicht ganz nah dran stehen, kannst ja auch ein bisschen weiter weggehen als Fernkämpfer. Also wenn du nicht hier willst, dann nimm einfach keine Heilklasse und dann kannst du eigentlich genau das machen. Lest ihr vor allem, großer Tipp an alle, kauft euch erstmal WoW, loggt euch ein, also erstellt euren Account und lest euch dann die Beschreibungen von Blizzard, der einzelnen Klassen durch. Die sind eigentlich recht hilfreich. Da steht zum Beispiel, ja, Jäger macht meist seinen Schaden aus etwas Entfernung. Ich verkaufe übrigens noch eine WoW Collector's Edition.
Von dem, die erste? Oder die Erweiterungs-Collectors Edition? Die Collectors Edition mit dem Buch, der CD und dem kleinen Pad, das man nur mit Collectors Edition braucht. Wie viel willst du dafür? Ja, sag mal 130. Ich verkaufe meine für 120. Ja, aber Phil, seine ist abgegrabbelt und hat Flecken. Deswegen verkaufe ich ja auch meine. Ja. Und nicht Phil's. Wie krass es eigentlich ist, dass so viele Leute, die uns auch schon länger kennen, tatsächlich immer noch Phil und mich verwechseln. Ich frage mich, wie das kommt. Ja, beide diese weiblichen Züge, die doch eben sehr dominant sind bei euch. Und so, ja. Ja, red ruhig weiter. Das ist eigentlich auch viel interessanter als die Clever, genau. Komm, jetzt finden wir nochmal was. So, hier haben wir noch die Frage von, ach Gott, Late Nighter. Bestimmt auch ein Fan von... Niemals. Nein, das ist total absurd, der Gedanke. Ja. Er wollte fragen, ob sich PvP-Rüstungen, die man mit Ehre kaufen kann, in Klammern Battlegrounds oder das Arena-Set, sich auch für Raids eignen. Prinzipiell eher weniger als das PvE-Set, also das Blaue, was man sich mit Ehre kaufen kann, auf gar keinen Fall, aber das Gladiatoren-Set, das, was episch ist, wofür man auch eine Weile kämpfen muss, das eignet sich schon für Raids. Also damit kann man schon in die ersten 225er Instanzen gehen, in den Serpent Shrine Cavern oder in Tempest Keep. Das geht auf jeden Fall. Wer ist der Main Tank von Ihrer AOD? War eine sehr oft gestellte Frage. Das war Marcian. Da könnt ihr nachschauen. Auch in der Armory. Was ist ein Tank? Das ist auch eine sehr schöne Frage. Ja, Tank ist, darf ich das mal sehr erklären? Gerne. Endlich sehr mal ein gerne. Begriff, den ich auch so ein bisschen erklären kann. Tank ist der Typ, der vorne ist, mitten in der Front, der Kampfgeschehen und ordentlich draufhaut. Der kann richtig viel austeilen und auch einstecken. Und der sorgt dafür sozusagen, dass die ganzen Mobs sich auf ihn so ein bisschen konzentrieren und auf ihn draufhauen, während er von hinten von den ganzen Healern geheilt wird die ganze Zeit. War ist das so ein bisschen komplett richtig, bis auf Tanks machen keinen Schaden. Also sie machen ein bisschen natürlich, aber ich hätte gedacht, okay, er macht eigentlich eher wenig, aber das sind genau die, die sich aufs Maul hauen lassen und richtig viel einstecken können. Damit die anderen, genau, geschützt werden. Irgendeiner hat permanent gefragt, ob Retribution-Palas mitgenommen werden. Also Paladine, die versuchen, Schaden zu machen. Ob die generell in Raids mitkommen. Eher nicht. Also es gibt ein paar gute Gilden, die den ganzen Content schon durchhaben, die jetzt so mal einen Retribution-Parler mitnehmen, weil einfach einer das spielen wollte und es nicht mehr so schwer ist und der auch ein bisschen die Gruppe unterstützen kann. Aber generell, also nein. Der Paladin eher eine Support-Class, der nur Heiler. Schaden. Komplett bester Heiler im Spiel sozusagen. Single-Target-Heiler, der beste. So, da haben wir noch eine Frage von Sarenia, irgendwas. Hi, Clever Gnome, Phil, Flo, etc. Find's echt nice mit dem Raid, aber das Online-TV leckt sehr. Ja, ihr schaut zu viele zu, Leute. Müsst ihr nächstes Mal abschalten, dann leckt's für die anderen. Ja, so. Stimmt, einfach nicht zugucken, dann gibt's keine Oder Probleme. Einfach digitales Fernsehen organisieren. Ja. Wir sind nämlich empfangbar über Satellit und im Kabel einfach nur digital. Der hat ein Heal-Dudu und wollte mal fragen, was ich für ein Heal-Equip haben sollte, um da als Heal-Dudu mitzugehen. Und zwar ging es da um die Instanz, denke ich mal. Möglichst viel Plus Heal. Du hast einen Damage Kaka. Ich meine, was kann da noch passieren? Ach so, Dudu? Ich habe keine Ahnung, was ist denn ein Dudu? Nein. Druide. Das ist einfach die liebevolle Abkürzung. Druide. Ach, wie süß. Auch eine Heilerklasse, die trägt allerdings. Auch Saula haben Gefühle und sensibel. Ja. Dudu. Die Dudus mögen das gar nicht, Dudus genannt zu werden, eigentlich. Das ist wie wenn ich dich Feli nennen würde. Ja. Ja, so, das will ich auch nicht mögen. Nee, ne? Ja. Feli. Ja, als Dudu solltest du auch, wenn möglich, Equip aus Karazhan haben, so die besten Lederheilsachen dort oder ein paar Heroik-Sachen. Also man sollte schon relativ komplett episch ausgestattet sein. Auch hier mal wieder eine Frage für eine Sonderskillung von Temu. Ich würde gerne wissen, was alle gegen Moonkins im Raid haben. Kurze Erklärung für Felix und alle anderen, die das nicht wissen. Moonkins sind Druiden, die auf Caster-Damage geskillt sind. Also man kann ja jede Klasse auf drei verschiedene Arten und Weisen, zum Beispiel Magier auf Feuer, Eis oder Arkan, Druide auf Heilung, Nahkampfschaden oder Fernkampfschaden. Druide mit Fernkampfschaden macht zwar über kurze Zeit, so 10, 20 Sekunden, relativ viel Schaden, über Dauer in langen Bosskämpfen oder schwierigen Instanzen allerdings nicht, weil er dann sehr schnell Mana-Probleme bekommt. Er sagt, ich spiele selber einen, war schon bis Wasch im Raid dabei und Tempest Keep habe ich auch schon einiges gelegt. Es gab nie Probleme und im Damage-Meter bin ich auch nie untergegangen. Klar, kann man machen, wenn die Gilden, die da nichts dagegen haben und man einen Shadow Priest in die Gruppe packt, damit mehr Mana kommt oder so, kann man natürlich auch Moonkins mitnehmen. Im Prinzip, muss ja nicht für jeden heißen, also es muss ja nicht jeder heißen, dass jeder Moonkin sozusagen nichts drauf hat. Das ist richtig. Es kommt eben auch auf die Gruppe darauf an. Man kann eigentlich jede Skillung irgendwie im Raid unterbringen, wenn es nicht allzu schlimm ist. Eine Frage machen wir noch, und zwar, was bedeutet eigentlich Ire AOD? Ire bedeutet Zorn, mehr nicht, ist einfach Latein. Ja. Und AOD stand für
Age of Destruction, kennst du noch? Alter Multigaming-Clan. Nee, ne? Age of Destruction, glaube ich. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wo das Giga-Ei das, in der nächsten Woche steht. Das hat mir die ganze Sendung schon gefehlt. Ja, das ist uns kaputt gegangen während des Live-Rates. Da sind so viele vor die Linse gesprungen. Deswegen ist jetzt das Giga-Holzei. Nee, aber nächste Woche ist es wieder das heile Giga-Ei. Und wir müssen mal gucken, wo das steht. Server Alex Trasa auf in dem malerischen Küstenstädtchen Ratchet. Das ist eine Goblin-Stadt, eine neutrale Stadt. Dort können sowohl Allianzler als auch Hordler hinlaufen. Da gibt es nicht viel zu sehen, außer einem Steg, an dem regelmäßig Schiffe anlegen, die dann nach Beutebucht rüberfahren. Das ist so eine Piratenstadt. Da werden wir uns irgendwo hinstellen. Ich denke mal so ein bisschen mit Ausblick aufs Meer, auf das ihr wieder so ein bisschen rumschwimmen ja. könnt nächsten Donnerstag. Und vor allen Dingen, wie gesagt, erscheint zahlreich. Und am besten noch irgendwie Horde-Allianzler, die sich dann gegenseitig aufs Maul klopfen. Oh, das ist am schönsten. Kleiner Tipp, wenn ihr keinen Charakter auf diesem Server habt, macht euch einen Tauren, Ork oder Troll. Da ist man relativ schnell auch mit dem Level 1er in dieser Stadt Ratchet. Die befindet sich im Brachland im Osten. Ist es nicht so ein komisches, gräuliches Sumpfgebiet? Nee, das ist überhalb des gräulichen Sumpfgebiets. Okay. Es ist so ein Wüstengebiet, so eine Ebene, Prärie. Achso, okay. Ja. Nee, ich hätte das gerade mit was anderem verwechselt, aber ist okay. Aber da müsstest du, wenn du Horde gespielt hast, auch in der Beta gewesen sein. Ganz am Anfang dieses Ich habe in der Beta ja Allianz gespielt. Bitte? Ja. Was denn? Ich war ein... Mensch? Nein, ein Elf. Ein Schurkenelf. Lange Ohren dahin? Hier so wie Uschi? So wie Uschi. Oder männlich. Schau mal an, ey, wenn ich mit einer Figur Uschi? Aus dem B.O.B.-Universum Sex haben müsste, dann wäre es Uschi. Ist die das so? Würdest dir wahrscheinlich so einen haarigen Tauren schnappen. Nein, aber du kennst die Blutelfen. So festkreisen. So. Hey! Ich reite nicht wie den wilden Bullen von Tölz. Das Schlimme ist ja, nächste Woche habt ihr den nochmal an der Backe. Beziehungsweise ja. ich nochmal. Ich werde auch die Party von ihm müssen, damit er hier mich in der Sendung auch wieder beobachtet. Wir sagen mal Tschüss. Ne? Ja, und ein Handkuss an Regenbogen, Toni.